Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Enara, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das, was du siehst, das ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Aber du änderst dich und machst du Lebensschritten in 7 Jahren Periode. Das heißt, alle 7 Jahre kommen andere Eindrücke, andere Themen sind wichtig. Du befindest dich dieses Jahr und nächstes Jahr noch in Krebsperiode. Das bedeutet, Familie ist wichtig, deine Gefühle manchmal Rückzug, nimmst du viele Dinge mit Emotionen wahr, manchmal fühlst du dich verletzt und neigst du dazu, zurückzuziehen. Dann folgt die Löwe-Periode und das erlebst du dann einigen Jahren, wo dein Selbst ist wichtig, dein Selbstdarstellung, deine Kreativität auch. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch und diese Bewegung nennt man Transit und löst etwas aus im Horoskopen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil diese Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und jetzt betrachten wir diese Bewegung. Ich starte Mai 2019. Der letzte Planet in unserem Sonnensystem ist Pluto. Pluto befindet sich im Schütze. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder deine persönliche Umgebung oder etwas, was auf deine Persönlichkeit auch etwas bewirkt. Pluto zeigt dir gerade etwas Wichtiges, alles oder nichts. Konzentriere auf die Wesentlichen und verabschiede von allem, was deine Energie raubt oder das dich stört in deiner Persönlichkeit. Dann kommt die Schütze-Energie dazu und das zeigt, du brauchst Orientierung und Ziele. Kann auch bedeuten, dass du zurzeit im Ausland Erfahrungen machst. Neptun befindet sich im Wassermann. Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Neptun ist auch der Planet der Träume, die Fantasie, die Inspiration, also auch der Planet der Künstler hier im Wassermann. Wassermann zeigt auch deine tolle Ideen und das ist hier die Lebensschule, vielleicht auch Prüfungen, dass das Leben prüft dich gerade, aber gib deine Träume nicht auf, sagt Pluto auch alles oder nichts. Jetzt setzt alles auf eins. Und das sind deine Träume, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt auch für unerwartete Ereignisse. Uranus bewegt sich im Widder und das bedeutet auch Neuanfang, das ist Widderenergie. Und Veränderungen im Bereich Kinder oder
dein inneren Kind oder deine schöpferische Energie. Das kann auch bedeuten, dass deine Einstellung ändert sich gerade. Saturn ist der Planet, der Schicksal hütet, der Karma und bringt etwas in Form, belehrt uns auch. Saturn ist gerade rückläufig, das bremst ein bisschen bei schicksalhaften Veränderungen oder Entscheidungen, aber zeigt auch die Vergangenheit. Wir müssen nicht immer stürmisch handeln, sondern überlegend sein oder geduldig sein oder etwas noch überprüfen. Das belehrt Saturn gerade hier im Schütze. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt uns Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist auch rückläufig, das bremst auch etwas, ein bisschen, oder hat mit Vergangenheit was zu tun. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, aber öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten hier in Skorpion. Und das sind die Geheimnisse, wo du diese Erfahrungen machst. Hier sind auch geheime Feinde, wo du in Tiefe schaust und die Zusammenhänge erkennst. Mars ist der Planet, wo alles in Bewegung setzt. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Im Geburtshoroskop natürlich der Partner. Aber bei dieser Mars-Bewegung kann auch eine andere männliche Person auch sein. Oder mehreren. Das kann ein Kollege sein, ein netter Nachbar oder jemand von Familie. Oder wirklich die Liebe oder ein Beamter, wie auch immer. Aber männliche Person. Da hat ein Einfluss auf unserem Leben und Mars bewegt sich gerade im Stier, hier im sechsten Lebensbereich und das heißt, kommt die Stiereigenschaft dazu, du sollst deine Kraft einsetzen um die Finanzen oder dass du um Besitz kümmerst und das erlebst du gerade auch im Alltag und auch im Arbeit, im beruflichen Umfeld. Natürlich ist das möglich, dass hier Begegnung hast mit einer männlichen Person. Venus ist der Liebesplanet, das ist weiblich, zeigt uns Frauen. Mit Venus-Einfluss verschönern wir etwas oder wir bringen etwas in Harmonie. Das ist immer angenehm, immer, immer angenehm. Und bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann auch anderen Frauen oder Frauen auch bedeuten. Und Venus bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Und das heißt, du verschönerst etwas zu Hause oder hast du mit einer Frau Kontakt, weil sie besucht dich oder habt ihr Gespräche über Immobilien. Merkur ist auch hier in Fischen. Das kann bedeuten, dass du zurückziehst und ein Buch liest oder du lernst etwas oder du hast Vertrag und unterschreibst hier einen Vertrag, was mit deiner Wohnsituation oder Einrichtung was zu tun hat. Sonne symbolisiert Monatsthemen, weil da fließt die Lebensenergie und nach indischen Berechnung ist hier im Widder, Anfang Mai auf jeden Fall noch hier im Widder, aktiviert Themen wie Kinder, Kindheit, Erinnerungen oder Neuigkeiten, Lebensfreude, diese schöpferische Energie. Mond hat auch einen großen Einfluss auf unser Leben. Ich biete auch Monatshoroskopen an, als Blitzberatung nur für 10 Euro, wo wir dann jeden Tag oder die Mondbewegung ganz genau auch betrachten, wenn die Mond wechselt, sich die Tierkreise zeichnen. Das ist dann sehr ausführlich. Aber bei diesem Jahreshoroskop kann ich das nicht so ausführlich beschreiben, sonst dauert diese Aufnahme sehr lang. Aber wir betrachten die Neumond-, Vollmond-, Halbmond-Positionen. 4. Mai ist Neumond hier im Widder. Das heißt, Sonne und Mond treffen sich hier im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Widder stürmt voran, Widder ist aktiv, Neumond bremst das alles. Dieser Neumond
zeigt klar und deutlich, es ist besser, nichts tun gerade, verinnerliche etwas, überprüfe noch etwas, sei noch nachdenklich, sei nicht so Kind oder kindisch. Das ist auch möglich hier im Lebensbereich, die Kinder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das ist hier im Krebs im 8. Lebensbereich. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität. In welchen Themen handelt es sich hier? Entweder sollst du von etwas verabschieden, loslassen und du zweifelst daran, ob das richtig ist und versuchst etwas festzuhalten. Oder hast du ämtliche Themen, entweder Erbschaft oder Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das wird hier sein. Vollmond bedeutet, das beleuchtet etwas, da sollte man auch hinschauen. Das sind Waage-Themen wie Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit oder etwas vergleichen, ausgleichen. Oder Partnerschaft, oder Kunst, Kreativität. Und dann kommen die Themen dazu, was zum 11. Lebensbereich gehört, wie Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften. Juni Venus ist im Widder. Und das bedeutet Lebensfreude oder Verbindung zum Kinder und das ist weiblich, also ein Mädchen. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Stier. Sonne und Merkur, so. Monatsthema wird Stier sein und das bedeutet um Werten. Um die Finanzen kümmern oder das Leben genießen, mal gemütlich machen. Und dann kommt hier die Merkur-Energie dazu, das sind Gespräche über Arbeit oder Gespräche im Arbeitsplatz oder Termine wie Vorstellungsgespräch oder Arzttermin, Gesundheit gehört auch in diesem Lebensbereich oder ein Vertrag unterschreiben. Mars ist im Zwillinge. Und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben und das ist eine männliche Person. Juni passiert was sehr Wichtiges. Die beiden Mondknoten, Ketu, was die alte Karma zeigt, und Rahu, die Richtung, was wir lernen, was wir brauchen, die beiden bilden sich eine Drache, aber das ist getrennt. Die Seele sucht und versucht, das miteinander verbinden. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Ketu, die Drachenkörper, was alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich ganzes Jahr. Und 2020 auch noch hier im Schütze. Und das trifft dich persönlich, das entwickelt sich deine Persönlichkeit und kommen solche Erinnerungen. Manchmal ist es unbewusst, aber passiert etwas oder karmischen Begegnungen. Und dieser Drachenkopf, die Richtung, wo du jetzt orientieren sollst, weil das ist befreit dich, weil das ist jetzt wichtig gerade, dieser Drachenkopf bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge und wirkt auf den Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Und Juni 2019 ist Ketu, Ketu ist hier, steht in Verbindung zum Saturn, der Planet, der Schicksal und Hüter der Karma. Und Saturn ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto ist auch rückläufig, auch mit Vergangenheit was zu tun. Das sind karmische Themen. Pluto, Saturn, beide rückläufig,
befindet sich hier in diesem Knoten, aber im Schütze. Also das heißt, die bilden sich eine sogenannte Konjunktion, die treffen sich und sie wirken zusammen. Und das hat mit karmischen Themen was zu tun und das trifft dich persönlich. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir noch etwas überprüfen oder geduldig zu sein. Diese Rückläufigkeit hat oft auch mit Vergangenheit was zu tun oder karmischen Themen. 22. Juni wird Neptun rückläufig und das bedeutet, deine Kreativität, deine Begabung, da kommen die karmischen Erinnerungen und das spürst du auch hier, diese karmischen Themen, dann sollst du das verwirklichen, weil das gehört zu deiner Persönlichkeit. Möglich ist bei dieser Rückläufigkeit, du möchtest deine Träume verwirklichen. Und Neptun ist rückläufig, zeigt, das geht nicht so schnell, sei noch ein bisschen geduldig. 3. Juni ist Neumond im Stier, nachdenklich sein über deine berufliche Situation. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das passiert hier, Spannung, was eine Reise betrifft oder Unsicherheit, wohin soll überhaupt diese Reise gehen. Oder die Glauben, die spirituelle Richtung, kommt auch eine gewisse Unsicherheit in diesem Tag. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, beleuchtet Themen, was man nicht sieht, weil das sind die Geheimnisse. Aber du erkennst die Ursache nach etwas. Das kann auch die Ursache der Erkrankungen sein. 25. Juni ist Halbmond im Fischer. Eine gewisse Spannung zu Hause kann auch bedeuten, dass alle so hektisch sind und du brauchst deine Ruhe und ziehst dich zurück in deine vier Wände. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Venus ist auch hier und das ist der Planet der Liebe. Also das wird sehr wichtig sein hier. Und Mars, Merkur ist im 8. Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen musst, Terminen hast. Thema ist Finanzen oder Erbschaft. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Das bedeutet, dass die ganzen Verhandlungen gehen nicht voran oder du bekommst keinen Termin oder es ist alles so zäh, geht's nichts voran. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass du noch etwas überprüfen sollst und es hängt zusammen mit der Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in den Zwillingen. Nachdenklichkeit über eine Partnerschaft oder du ziehst dich zurück mit deinem Partner. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau hier und das kann auslösen solchen Gedanken, Gefühlen, wenn du das Gefühl hast, du bist übersehen, du bist gar nicht wahrgenommen oder Spannung in Öffentlichkeit, Spannung in Arbeit. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder auf dein Aussehen. Sind auch karmische Themen, weil jede Mondfinsternis löst etwas auch aus karmisch. Das sind immer karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Wieder der Rückzug, weil alle zu hektisch sind und brauchst du die Ruhe. Oder zu Hause gibt diese Spannung oder kleine Reparatur im Haus. August 2019. Merkur ist in den Zwillingen und das bedeutet Gespräche über
Partnerschaft oder eine Nachricht von deinem Partner. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist die Wandlung, die Erneuerungsprozesse und Sexualität, besonders wenn Mars und Venus auch hier ist. Und Gefühle wie Verlustangst loslassen, dann kommen dazu vielleicht ämtliche Themen auch. 12. August wird Jupiter direktläufig hier, ändert sich die Richtung, hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten und sollst du diese Jupiter-Energie lebendig machen. Hier im 12. Lebensbereich untersucht Jupiter etwas, schaut in die Tiefe, aber man soll das auch von dieser Schattenseite raus, die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen oder Lebensfreude, Optimismus, das ist auch Jupiter-Energie. 12. August, im selben Tag, wird Uranus rückläufig. Und das ist hier im 5. Lebensbereich. Das sind auch diese Rückläufigkeit, auch Kindheitserinnerungen. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich zu sein. Über was? Über Erbschaft, über Finanzen, über Themen, was sollst du loslassen, von was sollst du verabschieden oder was sollst du befestigen. 7. August ist Halbmond im Waage, das ist Spannung im Freundeskreis oder du hast Wünsche, Ziele, Neuorientierung, deine Hoffnungen und an diesem Halbmondtag fängt man an daran zum Zweifeln, dann werft das alles zurück. 15. August ist Vollmond im Steinbock, Thema Werte, Finanzen wird beleuchtet, da sollte man auch hinschauen. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung mit Kindern oder Tränen, die Erinnerungen, was uns aus der Ruhe bringt. 30. August ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise? Und in diesem 30. August wird dieser Neumond von Regulus bestrahlt. Das ist ein königlicher Stern, der Herz der Löwen. Auf unserem Herz achten. Was sagt unserem Herz? Das ist die Reiseziel. All das, was uns begeistert. September. Befindet sich Sonne, Mars, Venus und Merkur im Löwe. Wichtiges Monatsthema ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder Spiritualität. 19. September wird Saturn direktläufig, bis dahin war rückläufig. Hier, das trifft dich persönlich, das bremst etwas bei deinen Entscheidungen oder wenn du etwas verändern möchtest in dein Leben, schicksalhafte Entscheidungen, immerhin Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und ab 19. September ändert sich das, ändert sich die Richtung. Entweder kommt Neuorientierung oder bedeutet, dass alles geht voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion hier und das bedeutet, wenn das alles so hektisch ist oder bist du nervös, dann zieh dich zurück und bewahre deine Ruhe. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet Themen, Kommunikation, Verbindung zu Verwandten oder Internetmedien, ein Austausch von Informationen. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung im Alltag oder Arbeit. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein,
über eine Reise oder über Glauben. Hier ist auch Mars und Venus. Das sind die beiden Liebesplaneten. Das kann auch die Liebe sein. Glaubst du daran, dann sollst du das verinnerlichen, in diesem Vertrauen sein. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit, Berufung. Bei Mars, Venus, Verbindung kann auch um die Liebe, Thema Liebe auch sein. Merkur ist im Waage. Gesprächen im Freundeskreis oder Nachricht von Freunden bedeutet diese Merkur-Energie als praktisches Wissen lernen, dass du deine Wünsche lebst. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, das ist Unsicherheit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das wird beleuchtet, Thema Wohnsituation oder die Basis, die Fundament. Ist auch möglich, dass du gründest etwas und du brauchst dieses Fundament, diese Basis. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Das ist auch eine gewisse Spannung oder Unsicherheit. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, zieh dich zurück von Öffentlichkeit. Sei nachdenklich, was sind deine Ziele? Wie erreichst du deine Ziele? Wo liegt deine Berufung? November. Mars bleibt im Jungfrau und das bedeutet, du setzt dich ein um deine Ziele oder möchtest dich behaupten beruflich oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Gleichgewicht, Kreativität, Liebe und Gerechtigkeit und auch deine Hoffnungen, Wünsche und Freundschaften. Merkur und Venus ist in Skorpio und das sind die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse oder du hast Liebesgeheimnisse und möchtest das erzählen. Oder besser hier im 12. Lebensbereich gar nichts sagen, sondern schweigen. Das soll dein Geheimnis bleiben. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person und sie redet oder sie reden hinter deinem Rücken. Es ist alles sehr, sehr geheimnisvoll hier. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, dann ab 21. November direkt läufig. Ab 28. November wird Neptun direkt läufig, ändert sich die Richtung, das heißt, alles, was du so vorstellst, endlich kommt in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Und das trifft die Finanzen und Werte. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder. Thema Kinder, Lebensfreude, Kreativität. Das wird ganz und voll beleuchtet, sollte man auch hinschauen. 19. November ist Halbmond im Krebs. Das ist die Unsicherheit, was sollst du befestigen, was sollst du loslassen. Man neigt dazu, etwas festzuhalten, wovon man verabschieden sollte. Oder Spannung in Ämtern. 26. November ist Neumond im Waage. Zieh dich zurück von Freunden, sei nachdenklich. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? Dezember.
Mars und Merkur ist im Waage. Das handelt sich um Gespräche mit einer männlichen Person oder über einen Mann. Und das sind deine Hoffnungen, deine Wünsche, das kann auch die Liebe sein. Oder im Freundeskreis passiert das alles. Sonne ist im Skorpion. Monatsthema ist auf deinen Gefühlen achten, dass du Angst loslassen kannst und übergehst auf die positiven Gefühle. Das ist die Transformation der Kundalini-Energie. Oder du erkennst die Geheimnisse, kommen die Erkenntnisse, was passiert hinter geschlossenen Türen. Und Venus ist im Schütze, das hat einen Einfluss auf dein Aussehen. Du bist als Frau wahrgenommen oder du verschönerst etwas, Friseur, Kosmetik, neue Kleider. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung im Verwandten oder in Medien oder bei Informationen. Kann auch bedeuten, du versuchst jemanden überzeugen und die andere hört gar nicht zu. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, wird das Stierthema beläuten, das Leben genießen, zur Ruhe kommen, die Werte, was für dich wertvoll ist, das in Besitz zu nehmen und Finanzen kümmern. Dann kommt die Thema 6. Lebensbereich dazu, Arbeit und Gesundheit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, wieder die Unsicherheit, wohin geht die Reise, Orientierungslosigkeit oder hast du etwas vor und du glaubst daran nicht. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, das trifft dich persönlich, sei nachdenklich, sei eher zurückhaltend. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und brauchst den Rückzug, die Ruhe. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person seine Geheimnisse erzählt. Oder hast du eine geheime Liebe, eine geheime Verehre? Möglich ist es auch, dass du hier geheime Feinde hast und mit dieser Mars-Energie musst du dich wehren. Sonne und Merkur ist im Schütze, Monatsthema bist du selbst und hier im Merkur-Energie lernst du dich durchsetzen oder dich behaupten oder deine Persönlichkeit leben. Möglich ist auch, dass du viel mehr Gespräche hast in dieser Zeit als sonst oder kommt eine Nachricht, was dich persönlich betrifft. Venus ist im Steinbock. Venus bringt Glück, also kann das auch ein Glück sein in Finanzen. Möglich ist es auch, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Februar 2020. Was ich aber vergessen habe, das habe ich übersehen. Dezember 2019 übergeht Jupiter im Schütze. Genau. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und das bedeutet deine optimistische Haltung, dass du wahrgenommen bist, mehr Glück, mehr Chancen hast im Leben. Jupiter vermehrt etwas, das ist natürlich auch möglich, wenn das hier etwas vermehrt, dass man zunimmt oder Schwangerschaft löst Jupiter Einfluss auch aus. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Venus und Merkur ist im Wassermann und das bedeutet Lernen, oder Gespräche führen über Kunst, Kreativität oder mit einer Frau.
Und Mars ist in Skorpion, bleibt noch im Skorpion. März 2020. Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock. Und die bleiben ziemlich lang, ziemlich lang. Saturn etwa 2 Jahre, Pluto viel länger und hat einen Einfluss auf die Werte, Selbstwertgefühl und Finanzen. Saturn überprüft das auch. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Verbindung zu Verwandten, Lernen im Schule des Lebens. Kann auch bedeuten, dass du Seminare hältst oder teilnimmst in einem Seminar oder Schulungen. Hat auch mit Medien, Internet auch was zu tun. Venus ist im Widder. Und das bedeutet die Lebensfreude oder Thema mit Kindern, besonders wenn es um ein Mädchen geht. Und Merkur ist auch hier im Wassermann. Das heißt, hier hast du Kommunikation, Gespräche oder einen Vertrag über eine Schulung, Seminar, kann auch bedeuten. April. Mars ist im Steinbock jetzt noch zurück im März. März 2020 war Mars hier im Schütze. Das habe ich übersehen, das habe ich auch übersehen. Also März 2020, und das bedeutet, dass du Kraft hast, dich durchsetzen und behaupten, oder setzt du etwas in Bewegung oder Sport. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf deine Persönlichkeit oder sogar auf dein Aussehen. Und jetzt April übergeht Mars im Steinbock, und das bedeutet, du sollst dich behaupten, was die Werte betrifft oder die Finanzen betrifft. Sonne und Merkur ist im Fischen. Und das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation, ist auch die Monatsthema. Kann bedeuten, dass du zurückziehst und lernst du etwas oder unterschreibst einen Vertrag. Das kann auch Kaufvertrag sein, Mietvertrag oder die Einrichtung, Möbelkauf zum Beispiel oder Reparatur im Haus und da einen Vertrag unterschreiben. Und Venus ist im Stier. Und das bedeutet, du hast mehr Harmonie in deinem Alltag oder in Arbeit. Kann auch bedeuten, dass du Verbindung hast mit einer weiblichen Person. Und das ist im beruflichen Umfeld oder hat einen Einfluss auf deine Berufssituation. Oder dass du lebst deine Kreativität. Bei Venus-Energie kann auch Selbstständigkeit bedeuten. Aber wenn das um Gesundheit geht, das kann natürlich auch auslösen, ein Termin bei Frauenarzt. Liebe Enara, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.